Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Willkommen zur Enjoy Magic Review. Ja, Andy, heute habe ich was ganz Besonderes für dich dabei. Ich werde jetzt mal dein Blickfeld testen. Okay? Mhm. Ja, weil man kann sich immer nur auf eine Sache konzentrieren, wo du hinkommst, und das wirst du gleich merken. Pass auf, erstmal kannst du bitte an irgendeine Karte denken, welche du möchtest. Ja. Ja, hast du eine? Ich habe hier ein paar Karten. Würdest du sagen, ist deine Karte hier dabei, ja oder nein? Ja. Ja, könntest du mir die Farbe vom Hintergrund sagen? Nein. Siehst du, obwohl nicht, darauf habe ich nicht geachtet. Und deshalb, obwohl du auf das Bild geachtet hast. Aber ja, das ist, ja. Wir machen es nochmal. Ich habe hier noch ein anderes Bild. Ist deine Karte hier dabei? Ja. Ja, okay. Diesmal wüsstest du den Hintergrund. Ich wüsste den, aber was ist die Karte unter deiner Karte? Wüsstest du das? Ohne es laut zu sagen. Ich weiß, die habe ich natürlich diesmal nicht geachtet. Auf diesmal hast du nicht geachtet. Aber so, ja. Wir machen es nochmal. Ist deine Karte hier dabei? Moment. Ja. Ja? Okay, anders mal. Ist die Karte links oder rechts von deiner Karte aufgedeckt oder verdeckt? Wüsstest du das gerade im Moment? Ich würde auf verdeckt tippen, aber sicher könnte ich es nicht sagen. Okay, pass auf, du kannst selber mal nachgucken, ohne mir irgendwie Tipps zu geben. Hättest du richtig gelegen? Ja. Hättest du richtig gelegen? Nicht schlecht. Du wirst aber schon immer besser, jetzt wo du das Ganze willst. Ist deine Karte hier da drauf? Da braucht man ein ganzes Weilchen, bis man hier sucht, ne? Ich glaube nicht. Ich sehe sie nicht, ne? Okay. Ist deine Karte hier dabei? Ja. Ja? Und was würdest du jetzt sagen, was der Hintergrund ist? Na, ich vermute wieder Holzboden, aber ich habe auch nicht drauf. Ah, diesmal ist es ein Parkettboden. Parkettboden, okay. Ja, fast Holz. Pass auf, ist deine Karte hier dabei? Nein. Nein? Ja, machen wir es einfach so. Ist deine Karte hier dabei? Ja. Ist deine Karte hier dabei? Ja. Pass auf. Wenn ich jetzt sage, guck dir das ganze Bild an und ich ein bisschen weiter weggehe und du auf die Bildkarten achtest, die aufgedreht sind, bilden die diesmal ein Muster. Ha, wie gut. Ja. 6 Hertz. 6 Hertz, ja. Und das ist einer der Effekte, den ihr mit Cognito machen könnt. Oh ja, ich würde schon fast gar nicht mehr Produkt, sondern eher Projekt nennen. Ja. Das ist riesengroß. Also, ich habe mir leider zu spät erst begonnen, damit mir das Ding anzuschauen. Es haben schon viele Leute vorher angepriesen, also auch die wir kennen. Mhm. Grüße gehen raus an den Felix von Vulpine, der hat davon schon geschwärmt vor längerer Zeit. Und ja, es hat ein ganz neues Trickprinzip, beziehungsweise nicht neu, aber auf dem Smartphone zumindest auf eine neue Art und Weise umgesetzt, würde ich mal so sagen. Ja. Genau, ihr könnt Orte beispielsweise herausfinden, ihr könnt Namen, ihr habt die Sternzeichen, ist auch eine ganz interessante Technik. Mhm. Es gibt verschiedene Input-Methoden, weil ihr auf das Ja und Nein gehen müsst, das ist binomisch entsprechend runtergeradert. Es ist auch zeitmäßig quasi, wie lange jemand auf diesem Ding drauf ist, kann es auch machen. Und ihr habt den Chaos revealed, es war im Moment der, das quasi aus dem Chaos ist dann die Karte. Was ich ganz cool finde, wenn ihr das so will, ich mag diese Idee dahinter, dass ihr dem Zuschauer sagt, ja, ihr werdet so jetzt mal so sein Sichtfeld testen. Und man könnte es, ich habe es jetzt noch nicht ausgearbeitet, aber mir fällt zum Beispiel auch ein, die mit römischen Ziffern zum Beispiel auf der Uhr haben, die wenigsten wissen, dass die römische 4 auf ihrer Uhr 4 I's sind. Was falsch ist. Das ist eigentlich ein IV. Ja. Und dann, wenn du, das ist aber tatsächlich bei den meisten Kirchturmuhren hier in Bayern zum Beispiel, ist es so. Und wenn du dann hinguckst und sagst, ist es so, ja, und dann wissen sie die Uhrzeit, obwohl sie hingeguckt haben. Ja. Und das ist halt so, wie du mit dem Sichtfeld spielen kannst. Das ist mit so das ähnliche Spielen. Ja. Genau. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Was ihr auch hättet machen können, ist, dass ihr so den Chaos Peak, den gibt es auch, also quasi, dass ihr relativ simpel dann rausfinden könntet, was der Zuschauer sich ausgedacht hat und das dann quasi über die Gedanken, wobei ich das eigentlich mit den Bildern fast gerade im Moment interessanter finde. Das ist eine nette Spielerei. Ihr könnt es auch ist mit Smartwatch kompatibel. Also ist auf dem neuesten Stand der Technik das insgesamt. Stimmt, ja. Vielleicht mal zu den Hardfacts noch kurz. Also es gibt es für Android und iOS und es ist eine App Store App. Wir hatten es öfter, dass es so Web-Interfaces waren oder dass es eine anderweitige App ist. Es ist tatsächlich eine App-Store-App. Die Sache ist, ich frage mich gerade, wir haben das jetzt auch von Magic Shop bekommen hier. Danke an der Stelle. Aber ihr kauft hier im Prinzip eigentlich nur, dass ihr die App dann aktivieren könnt. Also genau, die App kann man sich umsonst Ihr registriert euch mit den Sachen, die ihr hier dabei habt und registriert euch und dann könnt ihr euch über die App anmelden. Genau.
Die App kann sich jeder runterladen, aber da ist dann nur ein Login drin und den Login kauft ihr hiermit. Ich frage mich, kann man in der App auch den Login kaufen? Oder Nee, muss ich das bei einem, ich muss man das muss, bei einem Magic Dealer genau, holen, ne? ja, genau, Genau. das ist das Problem in Anführungszeichen. Technisch gesehen könnte euer Magic Dealer euch auch diesen Zugangscode zuschicken, Ja. damit ihr euch den Aktivierungscode, damit ihr euch das Ding machen könnt. Mei, müsst ihr jetzt Aber ihr keine könnt es physische nicht wie Kopie die über. von Marc Kerstein die Apps einfach per App Store Das geht bezahlen. nicht, Das geht ne. nicht. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass, dass man an den iTunes Store, glaube ich, abdrücken muss. Deswegen verkaufen Könnte sie es so. sein. Haben sie über Murphys rausgebracht. Ja. Also, wir können einen Punkt vorwegnehmen. Preis-Leistung stimmt. Ja. Es kostet nämlich im Vergleich, also es könnte viel mehr kosten. Ja. Ganz ehrlich, ich hätte damit so eine 80-Euro-Preis Okay. gerechnet. Aber hier sind wir bei 30 oder so. Ja. Ich Ja. finde es auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, ihr könnt auch eigene Projekte machen. Es sind auch, gibt auch die Facebook-Gruppe entsprechend. Bin ich tatsächlich auch drin. Einfach nur für so Ideen, die damit sind. Die Sache ist die, ich finde es ganz interessant, aber du warst ja am Anfang nicht so begeistert. Und ich habe auch schon von vielen, die gesagt haben, ja, aber wie ist denn das mit dem Ja, nein? Ihr braucht halt immer eine Begründung, Ja. ob, warum derjenige da ist oder warum derjenige sagen muss, ob es da ist oder nicht. Und dann funktioniert das schon. Ihr habt halt ihr habt so ein, wie sagt man, so ein Muster, so einen Baukasten. Und das Coole ist halt, ihr habt ein paar Beispiele. Ja. Ihr habt ein paar Beispiele, das sind Karten, das ist ein Beispiel, das ist, könnt ihr right out of the box performen Ja. so. Und das funktioniert auch super, aber ihr braucht eben diese gute Story, weil ich finde schon, ihr müsst halt irgendwie rechtfertigen, warum ihr jetzt diese Bilder da habt und warum der Zuschauer euch dauernd sagen soll, auf welchem Bild seine Karte nicht oder drauf ist. Und das müsst ihr halt gut präsentieren können, weil so einfach zu sagen, hey, ist deine Karte drauf? Ja, nein, okay, das ist deine Karte, ist halt auch irgendwie so, also da muss das ist gar nicht so einfach, das Potenzial zu entfalten, aber es wird einem sehr gut dabei geholfen durch die kiloweise Material, das mit dabei ist, wirklich richtig kiloweise Material von Lloyd Barnes, ist da ordentlich gute Erklärungen und Hintergrundinfos und alles mit dabei. Plus die Facebook-Gruppe ist Gold wert, wo die Leute halt auf die geilsten Ideen damit kommen, keine Frage, ja. Ja, die Sache ist jetzt die, was ihr damit halt machen könnt. Also, und wie ihr es machen könnt. Ich finde es eigentlich ganz interessant, einfach das mal mit. Ich würde es gerne einfach mal wirklich so im richtigen Leben einfach mal ausprobieren, wie es ankommt. Die Ja. Story da halt ein bisschen mehr einbauen mit dem, ja, wo hast du hingeguckt und siehst du, man kann deinen Fokus woanders hinlenken und du siehst auch nicht alles, sondern am Ende quasi, wenn du weiter weggehst. Klar, Ja. der Fairness halber. Im Moment müsste es dann halt eben noch, wird es wahrscheinlich im Deutschen mehr Sinn machen. Ich habe jetzt bei dir mal gepokert, dass du wahrscheinlich so eine Herzkarte nimmst. Ja. Weil es im Moment halt der Reveal natürlich im Englischen wäre. Also es wäre dann S für Spades. Das heißt, das müsst ihr dann gegebenenfalls nochmal umändern. Beziehungsweise halt dann eigene Projekte auf Deutsch machen. Genau, Wobei also es sind auch viele Deutsche in der Gruppe, wo ihr dann die Projekte mit die Sicherheit auch kann man, glaube ich, auswählen auch könnt. importieren, Genau, oder? Das ist ja. nämlich auch das Geile. Du kannst die Projekte von anderen dir dann da reinholen und sich da austauschen. Ja, Projekt ist eigentlich das große Oberwort für das Ding. Es ist nicht ein einzelner Effekt. Wenn ihr Bock habt, euch da reinzufuchsen, es ist nichts, was man auspackt und direkt performt. Ich finde, da muss man schon mitarbeiten. Ja. Definitiv. Oder sollte man mitarbeiten, um das Potenzial zu entfalten. Wenn ihr da Bock drauf habt, da euch mit ein bisschen rumzuspielen, auch da handyaffin seid, da diese ganzen Screenshots und Bilder und alles zu machen, holt es euch. Wenn ihr die Zeit habt und da Bock drauf, auf jeden Fall werdet ihr dann garantiert nicht enttäuscht und werdet ihr auch was Geiles für euch bauen können. Bin ich absolut überzeugt, weil das bietet so viele Möglichkeiten. Ja, deswegen kann man es eigentlich fast jedem empfehlen, der Lust drauf hat. Es muss einem halt gefallen. Wenn jemand sagt, yo, dieses Weiterschieben, Bilder zeigen beim Zuschauer ist nicht so meins, gefällt mir nicht, sehe ich mich nicht performen, dann natürlich nicht, weil darauf baut es auf. Das kann man auch nicht umgehen. Nee. Das Coole ist, hast du vorhin kurz angerissen, der Reveal kann überall hingeschickt werden. Also auf eine Watch von euch, aber auch an jegliche andere Person. Das heißt, ihr könntet theoretisch auch die Person das also die Karte halt raussuchen lassen und das Ergebnis, welche Karte es ist. Die wird von mir aus jemand, der irgendwo anders ist, hingeschickt und dann kann man den anrufen und sagen, hey, wie ist die Karte? Und solche Routinen draus Ja. bauen, wäre auch möglich. Oder auch in der Bühnensituation irgendeinen Backstage hinschicken, Genau, das es geht ist alles. dann auch nicht mit dem Swipe. Ihr könnt dem Zuschauer quasi euer Handy in die Hand geben und dann sagen: Pass auf, guck mal durch. Ist das Sternzeichen ist zum Beispiel, ist, wenn dein Sternzeichen dabei ist, wisch weiter. Und so quasi, Ja. dass das Programm dann checkt: Ah, wenn es schnell weitergeht, dann ist es, muss ich das in die Ding mit rein. Und dann sagst du: Okay, wenn es deine Sachen nicht dabei sind, dann liest dir mal irgendein anderes Sternzeichen durch. Und so da, so, wie heißt es, Timing? Timing?
Timing Input. Timing Input, genau. Ja. Also auch interessant. Ultra clever. Ja. Zu der Bewertung. Ich möchte es auf jeden Fall verwenden. Ich weiß aber nicht, inwieweit ich es verwenden werde. Ich gebe dem Ganzen aber 8 Punkte. Da schließe ich mich an. Hatte ich auch im Kopf. 8 okay. Punkte. Auch von mir, weil ich weiß noch nicht konkret, was ich damit machen werde. Also wenn jemand sagt, die und die Routine muss man damit unbedingt machen, mit der hat man gerne in die Kommentare oder auch gern per Nachricht oder wenn ihr Member seid, per Discord oder so, würde mich mega interessieren, was ihr an geilen Routinen draus gemacht habt. Mhm. Klingt nach einem spannenden Projekt. Ich hoffe, davon hört man noch einiges und es geht nicht unter, aber ich bin mir fast sicher, weil es ist eine coole Sache. Wenn ihr es habt, schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr dem Ganzen für die Bewertung geben würdet. Oh ja. Und das war Cognito. Zur Mitte der Rivel. Ja, wir haben bald wieder Drehtag und das bedeutet... Es gibt wieder enge Freunde-Stories, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt oder da Bock drauf habt. Auf Instagram gibt es die Möglichkeit, enge Freunde hinzuzufügen und wenn ihr Zauberer seid und quasi wir euch mit Secrets mit euch teilen dürfen, wie auch hier bei der Review, fügen wir euch gerne die Liste dann hinzu, dann machen wir spezielle Stories, wo wir ein bisschen über Artikel reden, was hat unsere anderen Instagram-Follower vielleicht weniger interessiert, wo wir ein bisschen mitdiskutieren können, ein paar Einblicke hinter die Review-Kulissen bekommt. Ja, schaut auf jeden Fall gerne vorbei und auch Grüße an alle, die da schon mit in der Liste mit am Start sind. Hallo. Und wir starten weiter in das nächste Produkt. Swoosh. Als nächstes Produkt haben wir Spider-Pan X von Yigal Messica. Ja, es ist nicht die 10. Version des Spider-Pens. Aber es gab schon mehrere, ne? Spider-Pen ist es auch die, wir haben ja schon mal eine reviewed. Die Review findet ihr auch noch hier. Aber das war die wir damals reviewed haben, war, glaube ich, Spider-Pen Pro, kann es sein? Mhm. Es gab einen ursprünglichen, dann Pro und jetzt gibt es X. Es ist die aktuellste Version. Ist es die 10. Version? Nein, bestimmt nicht, aber... Ich glaub's auch nicht, dass es die 10. ist. Nee. Was ist es? Es ist ein Invisible Thread Reel, aber ein elektronisches, das in einem Stift verbaut ist. Ja, die Sache ist die. Wir haben den ja schon mal reviewed. So viel mehr ist es nicht. Also von der... Fangen wir mit der Technik an. Ja. Von der Technik her, er ist vom Design her schlanker geworden. Mhm. Er ist eleganter geworden. Und funktioniert aber noch genauso. Was ich ein bisschen schade finde, also ich finde optisch perfekt, der letzte war ein bisschen globig, er ist optimal, er passt perfekt zu dem noblen Sakko-Style-Zauberer, finde ich. Und man kann ihn aber auch verstecken, man muss ihn ja nicht offen tragen. Das ist vielleicht, was auch viele bei dem Spider-Pen nicht auf dem Schirm haben, die meinen, man muss den immer offen haben. Ich kann ihn auch hier hinter die Jacke reinpacken, dann sieht man nur den Clip oder auch ganz verstecken und dann sieht keiner was von dem Reel. Das ist eigentlich nur der Bonus, dass es in einem Stift verbaut ist, wenn man ihn halt im Sakko tragen möchte. Und ich habe ihn auch, ich habe bei Auftritten eigentlich immer einen dabei und ich habe ihn vorne im Sakko drin und kann halt dann den Faden schnell nehmen und irgendwas schweben lassen für so kleine Effekte oder auch eine größere Thread-Routine, wenn es Licht passt. Ja, es ist leider immer noch mit einer Batterie, die ist auch dabei diesmal. Ich glaube, beim letzten war die noch nicht dabei, also Bonus. Das ist das X. Es ist eine 4A-Batterie. Und ich finde es schade, dass... das 4A ist überhaupt so leicht her? Ich weiß es gar nicht. 4A ist schon ein bisschen seltener. Gut, dass sie dabei ist. Auf jeden Fall finde ich schade, dass es immer noch eine Batterie ist. Ich dachte, als ich das erste Mal gesehen habe, Spider-Pan X, ich dachte, jo, endlich kommt einer mit USB-C oder irgendwie zum Laden. Das ist natürlich die eine Sache, weil ich habe von... Bei mir war es nie der Fall, aber ich habe von Leuten gehört, wo das angeblich eine Kontaktschwierigkeit hatten mit der Batterie. Angeblich. Ich hatte jetzt nie Probleme mit der Batterie und sie hat den Vorteil, eine Batterie kann ich halt auch schnell austauschen. Den Akku kann ich halt nicht so schnell wieder laden. Ist halt auch Geschmackssache. Er funktioniert nach wie vor tadellos. Ist auch mein absolutes Favorite Thread Reel. Nach wie vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil er am Sakko ist. Ich kann den Faden jederzeit wegnehmen. Er ist nicht zu vergleichen mit Tarantula. Ich finde auch nicht wirklich zu vergleichen mit Venom und dem... Was hatten wir letztens? Das von Yao Miranda. Kam doch irgend so ein Reel auch. Ach so, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Ich weiß nicht gar nicht. Thread System, irgendwie sowas. Nee, war das mit Tom Wright, wo... Ja, ja, ich dachte, es hieß das... Trinity, das Ultra. Also ich weiß auch nicht. Nee, Trinity war es nicht. Es ist auf jeden Fall Gravity Reel. Gravity Reel. Gravity Reel. Und damit auch nicht zu vergleichen, weil ihr habt einen Wachsboppel und könnt halt einen Faden spannen. Nicht zwei, wie bei den meisten mittlerweile. Was es halt rausschlägt, sind halt einfach die Ideen, die dabei sind. Ich muss sagen, nach wie vor, wo ich das erste Mal gesehen habe, auf irgendeiner Convention war das halt, wo er ein nicht zusammengeknüllten Geldschein, sondern ein
der Länge nach gefalteten Geldschein erstmal um sich selber hat drehen lassen, dann, keine Ahnung, 3, 4 Meter nach hinten gegangen ist, ihn hat sinken lassen und dann wieder. Und ich stand, ich habe mit meinem ganzen Verständnis, da muss irgendwo ein Faden sein. Aber ich krieg's gerade nicht umrissen, wo der Grat fällt. Wo läuft die Ja. Zufahrt? Und dann wurde mir gesagt, ah ja, das macht er voll clever mit dem und dem und dem Hookup. Und ich so, fuck, clever, Ja, und es ja. funktioniert auch. Also, was ich die geilen Sieger immer zugute halten kann, egal ob Spider-Pan, X, der normale Pro oder Tarantula oder was auch immer ist, das sind die Thread-Produkte, die ich tatsächlich als Worker einsetze. Also, wenn ich auf den Auftritten was mache, dann sind es tatsächlich die originalen Loops. Die selbstgebundenen mache ich nur für, mittlerweile nur noch für Partys und so. Auf Auftritten habe ich immer eine Packung echte Loops mit dabei. Ich habe immer den Spider-Pan und Tarantula, das sind tatsächlich die drei Produkte, die ich wirklich als Worker einsetze, weil der Faden ist einfach gut unsichtbar. Ich finde es einen der besten Fäden mittlerweile so, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist praktikabel. Ich habe halt mehrere von diesen Spulen, die sind relativ kostspielig. Also das sind die gleichen wie für Tarantula, das ist geile, aber sie kosten, glaube ich, 16 Euro zwei Stück. Halten Kommt hin. natürlich auch ewig, wenn man ein bisschen drauf aufpasst. Und ich habe halt mehrere davon, um halt schnell wie so nachladen zu können, sozusagen. Ein markant neuer Effekt ist dabei und das ist dann Oh dieses ja. Relief, wo er ein Blatt von einem Baum runterzieht und dann in seiner Hand oder dann mal pustet und das Blatt fliegt wieder zurück hoch an den Baum Das und ist bleibt immer so ein hängen. Ding, wo ich mir denke, warum da noch keiner vorher drauf gekommen ist. Das Ja, keine ist. Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, wie das jetzt, ich meine, das muss ja schon, ob man das nachmacht und wie man das nachmacht. Also zumindest für ein Video finde ich das Ja, schon ziemlich ich geil. bin mal gespannt, ob du es machst. Ja, ich auch. Ja. Relief. Gerade ist schwierig im Winter. Aber Aber wie gesagt, die ganzen anderen Ideen auch, natürlich logischerweise, der animierte Geldschein, der hin und her hüpft, den wie ich nie gesagt, so den, nice fand, nee, ich der finde ihn auch holt mich nicht. nicht so ab. Nee. Aber der Schwebende ist brutal, wie du schon gesagt hast. Ja. Der Strohhalm ist total genial, Ja. der sich auch um sich selbst dreht. Und ja, allein auch eine Karte ganz klasse schweben zu lassen. Was ich auch gern damit mache, ist von Tom Wright Oblivion mit einer Sendmünze schweben lassen, runterfallen lassen, knapp über dem Boden wieder hochschweben lassen. Solche Geschichten, total geiles Teil. Ja. Genau, von der Bewertung her, Andi. Ich habe es extra nachgeschaut vorher. Der letzte hat, glaube ich, 8,5 Punkte bekommen. Ich lege einen halben, es gibt keine halben Punkte mehr, deswegen lege ich auch einen halben Punkt oben drauf. 9 Punkte. Ich setze ihn nach wie vor ein. Er hat aber trotzdem noch Luft nach oben. Ich würde mir noch so ein paar Sachen da wünschen, USB und man könnte noch, aber 9 Punkte auf jeden Wie Fall geil ein mein Sieger Worker Call von mir. aus. Ich gebe dem Ganzen auch einen halben Punkt mehr. Ich glaube, ich habe damit 6,5 Punkte gegeben. Ich bin kein Fadentyp. Ich gebe dem Ganzen aber 7 Punkte. Langsam komme ich auf den Geschmack. Vielleicht, keine Ahnung, fehlen noch ein paar, aber dann kommen vielleicht auch noch Bei welche. Spider-Pan XX ist Jordan am Ja, genau. Start. SpaceX, Spider-Pan. Wenn du Ja, Sachen das so ins Weltall fliegen lassen kannst. Aber okay. ist gut. Das war, wenn. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr dem Produkt für eine Bewertung gegeben hättet. Und das war Spider-Pan X. Und das war's dann auch schon wieder mit der Enjoy Magic River für diese Woche. Heute mit Cognito und dem Spider-Pan X. Ja, zwei relativ gute Produkte. Wenn euch eines von den Produkten gefallen hat, über den Links in der Beschreibung würde der Show helfen, würde Magic Shop helfen und würde natürlich auch euch Würde helfen. jedem helfen. Würde ihnen helfen. Und in diesem Sinne, Bleibt bleibt magisch! magisch.